Alle Helden erhalten einen Brief, der da lautet: Im Namen Ihrer kaiserlichen Hoheit, Reichsregentin Emani Benain von Gareth und Havena, erlauben wir uns, euch zur großen Frühlingstournee und zum ritterlichen Buhurt zu Gareth zu laden und euch zu bitten, euch am 29. Tage des Monats Fex zum kaiserlichen Turnierhof der alten Residenz zu Gareth einzufinden. Es soll für die Ehre, den Glanz des Reiches und zur Rondra gefälligen Erbauung gefochten werden vor dem kaiserlichen Hofe. Ihr seid eingeladen, Wappen, Wehr und Waffen nach alten Arivora-Regeln zu führen, zu fordern und zu verteidigen. Im Kampf mit leichten und schweren Handwaffen, im Werfen und Schießen sowie in der Tjoste, dem Wagenrennen und dem Gestampfe suchen wir die Besten von den Augen der göttlichen Leuen. Zudem soll euch bei Rondra, Praios und Vex für frühere Taten für das Kaiserreich angetragen werden, die Ehre, in den Kreis der Ritter des Reiches aufgenommen zu werden und zu führen den Reichsorden am purpurnen Bande dritter Klasse. Diese Erhebung wird vorgenommen zum Schlussbankett der Tournee am Sancta Talionmel, dem vierten Tage des Perainemondes, durch Schwert und Hand ihrer kaiserlichen Hoheit. Gezeichnet von Reichserztruchseß Fingorn von Mersingen, und Turniermarschall und Heermeister Rondrasil Löwenbrand. Wir schreiben mittlerweile den 25. Fex, 1027 nach Bosbarans Fall, 34 im Jahre des göttlichen Kaiserhals. Nachdem ihr im Winter von einem kaiserlichen Kurier ein Schreiben bekamt, habt ihr euch vorbereitet. Ganz Aventurien strömt nach Gareth ins Herz des Reiches. Die Straßen und Wege sind so voll wie nie, es stinkt nach Rauch, Schweiß und schlechtem Essen. Ihr sitzt jedoch gerade, geladen von Adeptus Major Abelmir Jamorenes, in seiner Wohnstube, die er sich in Gareth dauerhaft gemietet hat. Neben euch, auf einem kleinen Hocker, steht eine Karaffe mit gutem Wein aus Almada. Jedem, der mag, wurde eine Pfeife mit Rauchkraut angeboten und ein paar selbstgebackene Kekse stehen auf einem Teller. Um euch herum die großen Regale mit Büchern, zu denen man schon fast Bibliothek sagen könnte. Die Ohrensessel und die große Couch ist gemütlich. Unter euch dringt der Duft von noch mehr Essen aus der Küche. Es soll wohl Schmorbraten und Borntoffeln in wilder Soße geben. Die Haushälterin ist eine alte Witwe, die ihren Mann und Kindern verloren hat und sich nun über die Gesellschaft des Magisters freut. Und damit beginnen wir. Ja, erzähl doch einmal, was habt ihr getrieben im letzten Jahr? Ich hatte es euch ja bereits auf der Rückreise erzählt. Ich hatte einige Probleme mit dem Schlafen und... Was wir da unten getan haben, hat mich sehr gequält. Deswegen bin ich zurück zur Praios-Kirche gegangen, um Buße zu erbitten. Und habe diese Dienste des schmetternden Bandstrahles abgeleistet. Und? Wie geht es euren Albträumen? Sind Sie besser geworden? Ich kann die meisten Nächte wieder schlafen. Manchmal wache ich trotzdem mitten in der Nacht auf und sehe mich wieder auf dem Turnierplatz in Jolgomax stehen. Man sagt mir, dass es wohl eine Last ist, die auch die Rechtschaffenden zeitlebens tragen müssen. Dies ist wohl wahr. Immerhin konnte ich von dem Geld, das wir da unten mitgenommen haben, einigen meiner Landsleute und die Ausreise aus Piranefurten ermöglichen. Sagt, wie geht es euren Verwandten? Immer den einen, den wir zurücklassen mussten? Nun ja, habt ihr etwas unternommen in der Hinsicht? Straßenlande sind zu. Und wie geht's eurem Gut? Alles im Gehen. Verbrannte Asche und verdorrte Felder. Nichts mehr zu holen. Ich habe, als ich mal in Perainefurten war, versucht, irgendwie dort durchzukommen. Es ist nichts zu machen. Das tut mir leid für euch. Nun. Bin ich der Erste und vermutlich auch nicht der Letzte, Tobria, der seine Heimat verloren hat. Wir müssen alle weitermachen. Aber was habt ihr im Jahr getan? Ich habe euren Namen ein, zwei Mal gehört an der Schwert und Stab unten, aber erst mal, wenn ich mich umgedreht habe, um nachzufragen, was man denn von euch erzählen könnte, wusste niemand mehr etwas. Nun ja, mein Stand bei der Weißen Gilde ist etwas angeschlagen, könnte man sagen. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dieser Gilde beizuwohnen. Zu viel ist geschehen auf der Arche unter den Schwarzen Landen. Aber gerade die strikten Richtlinien der Weißen Gilde sind es doch,
die solche Dinge wie die Dämonenarchen und die Schwarzen Lande zu verhindern. Eben nicht. Die sind dermaßen rückständig und beharren auf uralten Regeln, anstatt ihren Hintern hochzubekommen und etwas zu tun, aktiv. Sie sind preuersgefällig und erst einmal darauf ausgelegt, die Magie im Zaum zu halten. Seid ihr schon wieder am Argumentieren? Ihr solltet euch vertragen, wirklich. Sehe ich Geister? Karino, seid ihr das? Ja, Kapitän. Es ist gut, euch wiederzusehen. Kommt jetzt mal rein, setzt euch. Verzeiht, aber mir. Es ist euer Haus. Setzt euch. Nehmt euch einen Sessel. Ja, ich lasse mich sofort bei den beiden nieder. Es ist wahrlich gut, euch wiederzusehen. 2 Jahre und nicht einmal habt ihr euch blicken lassen. Wir hatten viel zu tun hier an Land. Wie geht es Helmenport? Na, gut. Sehr gut sogar. Es ist im Aufbau. Nichts Nennenswertes passiert. Aber es war viel Arbeit. Schreit der alte Fürchtepreis noch jeden Morgen die ganze Bevölkerung zusammen? Ne, zumindest die, die nicht vor ihm weglaufen. Recht so. Preyers Wort muss an jedes Ohr dringen. Ja, ich habe bereits einen Tempel in Auftrag gegeben, damit er zumindest nicht mehr auf dem Dorfplatz die ganze Zeit stehen muss. Sehr göttergefälliges Wirken. Hat euch Hafax irgendwelche Probleme gemacht? Nicht wirklich, nein. Er hält sich zurück. Wie sie ist, sicher. Na, so sicher, wie man sagen kann. Zwischen Kunchum, Oron und Weißmaraskan, traut sich kein Pirat mehr in diese stürmischen Gewässer. Dann haben wir wohl doch etwas bewirkt. Darf ich euch einen Freund vorstellen? Einen Landsmann, könnte man fast sagen. Rafim. Rafim, eine Freude, euch kennenzulernen. Ein Landsmann? Erkennt man, dass er ein Karinor ist? Trägt er das Symbol der Karinors? Man erkennt tatsächlich, dass er ein Karinor ist, denn Kiaras ist anders gekleidet, als man ihn für gewöhnlich sieht. Denn er trägt jetzt sehr, sehr leichte, fast schon durchscheinende rote Kleidung. Und man sieht, dass sein Körper tätowiert ist. Und zwar Rosenranken mit sehr fast schon leuchtenden roten Blüten, die darauf zu sehen sind. Und diese Ranken schlingen sich um das Wappen der Karinors. Es ist klar und deutlich zu erkennen, dass er in dem Jahr vielleicht ein wenig mehr getan hat, als er bis jetzt gesagt hat. Oh, Herr Karinor, habe mir, ihr habt hohe Freunde. Beeindruckend. Nun ja, ich habe das Vergnügen gehabt, Kiaras Karinor kurzzeitig kennenzulernen. In einer Stadt auf Maraskan, die wir für das Mittelreich eingenommen haben. Leider. Ihr untertreibt. Wir haben zusammen gestanden, wir haben zusammen geblutet. Brüder in Waffen. Und einige von uns sind zusammen dort gestorben. Aber nicht vergessen. Niemals vergessen. Das wohl. Und eines Tages werden wir sie rächen. Wenn ihr denn endlich mal nach Hause kommt. Gibt viel zu tun, Karinor. Aber das wisst ihr sicherlich, sonst wärt ihr wohl nicht hier. Ja, ich war sehr beschäftigt, wenn ich nicht gerade in meinem Studium war und über irgendwelchen Unterlagen hing. Nun, ich muss zugeben, auch mich hat das Ganze ein wenig mitgenommen und ich habe Zuflucht gesucht in den Tempeln. Ein wenig gut zureden und nun, ihr seht ja selbst. Irgendwann habe ich selbst die Stimme Rayas gehört. Ihr huldigt der schönen Göttin? Ja. Ich habe sehr viel Zeit im Tempel verbracht und sehr viel gebetet. An der Tür hört ihr das Poltern von schweren Stiefeln. Und ein paar Sekunden später betritt Isarun den Raum. Ihr Blick streift alle und nickt allen freundlich zu, bis auf Abelmir, da wird der Blick deutlich kühler. Den 12 so große, die Herrschaften. Hallo geboren. Setzt euch, kommt her. Nehmt einen Wein. Senorita, willkommen. Vielen Dank. Ich leite sie zu ihrem Sessel. Mögt ihr roten oder weißen? Weißen bitte,
Adeptus. Ja. Ich schicke ihr also ein Glas Wein ein und überreiche es ihr formvollendet. Abelmir, ihr habt mir gar nicht erzählt, dass ihr so reizende neue Bekanntschaft gemacht habt. Ja, wir sind etwas herumgekommen in dem letzten Jahr und der Zeit davor. Ihr habt viel verpasst. Ja, was? Aber oh, verzeiht. Vielleicht sollte euch die Magierin, die sie offensichtlich ist, selber sich vorstellen. Verzeiht, wie unhöflich von mir, euer Gnaden. Mein Name ist Isarun von Spogelsen, Magistra Lumina, der Pfeile des Lichts. Sehr erfreut. Ach, die Freude ist ganz meinerseits. Kiaras Karenor. Meinerseits selbst, Oberleutnant außer Dienst. Und jetzt, Lehrer der Leidenschaft. Zukunft, Jung. Oh, so habt ihr euch doch auch vorher schon genannt. Tut nicht so. Oh, aber jetzt steht mehr hinter dem Namen. Kiaras, ihr seid nicht zufällig über Kunschum gefahren? Oh, ich habe sehr viel Zeit dort verbracht. Was habt ihr von Ömer gehört? Tatsächlich nichts. War er dort? Er hat sich nicht bei mir gemeldet. Nun, ich dachte, er ist in seine Heimat zurückgekehrt. Grad ist, glaube ich, kein Pflaster für ihn. Nun, dann war er nicht beim Kontor. Ich, wie gesagt, habe sehr viel Zeit dort verbracht. Als wir hier angekommen sind und ich zu ihm gesagt habe, dass ich zum Bahnstrahl bin, war er schneller weg, als ich gucken konnte. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl, nun, ich hatte das Gefühl, dass ich jemanden gesehen habe, der aussah wie Ömer, aber ich war mir wirklich nicht sicher, ob er es ist. Vielleicht irgendeiner Verwandter, der ähnlich aussah? Nun, er hat gebettelt und das könnte niemals Ömer gewesen sein. Ich wollte es gerade sagen, Ömer wird auch nicht mehr betteln gehen. Herein! Und Ömer macht die Tür auf. Wieder in seiner Lederrüstung und seinem Rucksack auf dem Rücken. Schau einer an. Winkt er in die Runde mit der rechten Hand. Hallo, geht's heute zum Gruße, die hohen Herren. Kommt herein, setzt euch. Ja, immer nimmt den Rucksack vom Rücken, stellt ihn da irgendwo in die Ecke und setzt sich dann hin. Das Leder kniet und knatscht ein wenig. Na, dann erzähl doch mal, wo bist du gewesen? Ich habe mich wieder auf meine Wurzeln besinnt und bin nach Kunschum zurückgegangen, um das zu tun, was ich glaube, was ich mit auch am besten kann. Das hat mir sehr gut getan. Das hat mir einen sehr seelischen Ausgleich gegeben. Ich habe meine alte Tätigkeit als Bettler wieder aufgenommen. Du warst betteln? Moment, dann wart wirklich ihr das? Ja, euer Gnaden, hoher Herr. Und ihr seid nicht einmal besuchen gekommen? Also wirklich. Immer, wir hätten dir 10 gute Anstellungen besorgen können. Ich habe das nicht getan wegen des Geldes. Ich habe das gesamte Geld am Fix-Tempel gespendet. Das Geld war mir wirklich vollkommen egal. Das war für mein Inneres. Ich muss die Bilder wieder loswerden und... Und da hilft ja. Betteln? Ja, Betteln ist für mich irgendwie befreiend. Der Meister der Schale hat persönlich eine Hand über mich gehalten, weil ich wirklich kein Geld zurückgehalten habe, sondern wirklich großzügig mein Gebetteltes abgegeben habe, aber ein Zupf in den Schultern. Was ist schon Geld für die seelische Gesundheit? Nun, die Götter sprechen auf vielfache Weise zu uns. Ich denke, wir können das wohl nicht abstreiten. Ich glaube, ich habe mich Fix ein wenig angenähert und ich musste nochmal über diese ganzen borbradianischen Philosophien nachdenken und ich bin mir selber nicht mehr ganz sicher, was ich damals dachte, dass das der richtige Weg vielleicht sein könnte. Borbradianische Philosophien? Was soll das sein? Das ist eine Philosophie, die darauf abzielt, dass man sich selbst, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, dass man sich selbst frei sieht und dass man eben sozusagen nicht die Götter über sich sieht, sondern niemanden. Ketzerei. Es ist eine Ketzerei, die alles Gute und alle göttliche Ordnung abstreitet und uns ins Chaos stürzen will. Aber es ist schön, dass die Götter dir wohl den rechten Weg gezeigt haben. Wie gesagt, ich bin wieder betteln gegangen, um mich auf die einfachen Dinge des Lebens zu besinnen. Dann kam dieses Schreiben und dann habe ich jetzt wieder mein altes Leben aufgenommen, bin wieder in meine Ehrenlederrüstung gestiegen und habe mir gedacht, okay,
ziehst mal wieder nach Gareth. Mal schauen, wie es hier so ist. Moment, du hast auch eins bekommen? Ja, ich habe so ein Schreiben bekommen. Wie findet so ein Schreiben einen Bettler in Kunchon? Mich persönlich hat es nicht gefunden, aber ich habe ja... Ich kenne einige Leute in der Stadt. Wisst ihr, wenn man hier und da ein paar Geldstücke lässt, dann wissen die Leute schon, wer man ist. Ah, na dann, herzlichen Glückwunsch doch. Ich denke, auch du hast eine solche Ehrung nach allem, was du getan hast, verdient. Das weiß ich nicht, aber vielleicht ist der Wind der Götter und das Schicksal fordert mich noch einmal heraus, nicht nur einfach mich treiben zu lassen. Wartet ihr auch alle auf den Tag, an dem Angenbruch wieder kommt und euch mitnimmt? Er zum Herrgott ist ein Angenbruch. Das ist klar. Gute Frage. Nun, dies ist eine Person, eine sehr wichtige Person, die etwas Macht verteilt und besitzt. Und man kann seinen Vorschlägen zweifelsohne nicht widerstehen. Nicht wahr, Jamon? Man kann sich ihm nicht verweigern, egal wie man will. Ein Grande. Schlimmer. Was? Es geht nicht schlimmer. Ein Spion. Geheimdienst, aus diesem Grund arbeite ich fast lieber mit dem Bahnstrahl zusammen. Dieser Rund nickt Jalan zu. Wartet's nur ab, Magestra. Eines Tages kommt er zu euch und bietet euch den Ring an. Aber beim letzten Mal ist er doch auch als Bahnstrahl aufgetreten, oder war das nicht so? Das war in der Tat so. Ich muss dies nicht gutheißen, aber Angebruch schien es für das Richtige zu halten. Und wenn er es für das Richtige hält, hält Nemrod es für das Richtige. Und was Nemrod sagt, geht. Was ist das für ein neues Symbol auf eurer Brust hier, Jalan, da auf eurer Rüstung? Ich habe Buße getan. Ein Praios Namen. Ich habe meine Waffe und meinen Willen zum Zwecke des Bahnstrahls gestellt. Teils, um endlich die Träume vergessen zu können, teils, um für das Abrede zu leisten, was wir dort unten tun mussten. Und seid ihr jetzt auch ein Praiot? Also, Praios Diener im Sinne von Geweihter? Praios hat sich noch nicht dazu erbarmt, mir den Ruf zuteil werden zu lassen, seine Weihe zu empfangen, nein. Ich diene ihm, wie es auch Leute können, die nicht von ihm direkt berührt wurden. Vielleicht wird es eines Tages passieren, dass er mich für würdig empfindet, mich in seinen Kreis zu rufen. Ob das vor oder nach meinem Tod sein wird, sei dahingestellt. Vielleicht wird er es eines Tages wirklich tun. Wir können nur hoffen. Aber reden wir doch viel lieber über wichtigere Dinge. Ihr seid natürlich alle für das Turnier hier. Naja, ich werde mal Bogenschießen machen, ja, aber... Zuck mir Schultern, ich weiß nicht. Oh, jetzt stell dich nicht so hin, ich hab dich da unten schießen sehen. Das war eine absolute Meisterleistung. Ich bin froh, dass ich wieder sehen kann. Und zum Glück. Und Avemir, wie geht es eigentlich auch im Bauch? Nun, er hält. Wie ihr seht, die Narben, nun ja, gewisse Reste sind noch vorhanden. Was sagt ihr zu den letzten Ereignissen? Ich muss gestehen, ich war bis vor wenigen Tagen noch oben im Kosch. Ich habe über die Politik in der Stadt nicht sehr viel mitbekommen. Was ist denn vorgefallen? Was passiert? Nun, am besten liest ihr selber. Sekunde. Ich gehe zum Beistelltisch, hole so ein Packen Papier, mehrere aventurische Boten und reiche sie jeweils weiter an die Herren. Lies. Ich hole die Zigaretten. Sekunde, Zigarre los. Das ist ja gar nicht auf Tulamidia hoher, ja. Natürlich ist es nicht. Wir sind Gareth. Immer, du kannst doch lesen. Ihr raucht doch, oder? Alle? Selbstverständlich. Natürlich. Gut. Wasserpfeife. Danke, ich verzichte. Ist das so ähnlich wie Wasserpfeife? Nein, probiert es aus. Ich renne zu so einem Schrank, hole so einen Holzkasten raus. Mit mehreren Papyrillos, könnte man sagen. Also Papier, gerollt, da drin ist etwas
ein Kraut, ein dunkles Kraut, riecht sehr würzig, reiche es ihm und dazu eine Kerze wahrscheinlich. Hier, ihr müsst sie so anzünden, ihr müsst vorne die Spitze abschneiden und dann die Flamme hinter diesen Zigarillo halten und ziehen. Aber vorsichtig, beim ersten Mal vorsichtig ziehen. Ich mache es euch vor. Ich schneide also vorne diese Zigarillo ab und ziehe dann halt mit der Kerzenflamme, entzünde ich halt diesen Zigarillo. So, hier probiert. Und reiche jedem, der es haben will, so einen Papier, so eine Zigarre. Das ist doch dieses Alanfana-Kraut, oder? Bester Metumis. Ist das nicht wahr, gekauft? Isaro verdreht die Augen und murmelt etwas von horasischer Albernheit. Durchaus nicht schlecht. Guter Geschmack. Nicht die beste Marke. Was? Hätte ich direkt bei meiner Mutter einkaufen sollen. Es ist eine Eigenmischung aus dem Horasreich. Bester Metumis. Südlager. Ich wusste, ich... Nun, es ist nicht schlecht. Beste, das ich je hatte, muss ich euch lassen. So. Nun, wollen wir etwas intellektueller werden. Was steht hier gleich noch? Ach ja, genau. Ja, und ich würde euch einmal bitten, dass ihr die verschiedenen aventurischen Boten einmal laut lest, damit alle im Bilde sind. Das sind drei kleine Artikel und dann zwei große, die für dieses anstehende Kampagne wohl etwas größere Bedeutung sind. Wer möchte die beiden kleinen machen, beziehungsweise den ersten von den kleinen? Mach ich den. Welche willst du? Fang an. Entweder deren Schatzkammern oder Festivitäten da. Leere Schatzkammern. Garrett. Wie der Bote aus verschiedenen Quellen erfahren konnte, sind viele Schatzkammern des Kaiserreiches leer. Trotz vieler Steuern und Zölle verschlingen Krieg und Elend gewaltige Mengen guten Goldes. Es heißt, dass im lieblichen Feld bereits zwei Bankhäuser in den Ruhm getrieben wurden, die sich Reichserztruchseß Fingorn von Mersingen nicht dazu bewegen ließ, einen gewaltigen Kredit rechtzeitig zurückzuzahlen. Gerüchte sprechen davon, dass Artefakte, Kunstwerke und alte Kostbarkeiten aus den Schatzkammern teilweise verkauft oder verpfändet wurden, um das Reich weiterhin schützen und zusammenhalten zu können. Altolamidische Kanopen, goldene Räder von Enarch, dem Goldmacher, Kronen von Reichen, die in vielen Jahrhunderten vom alten und neuen Reich erobert oder ausgelöscht wurden. Diademe der Alhani und Gemälde von Miolak Korden. Dankeschön. Der nächste Artikel. Festlichkeiten zu Garrett abgesagt? Was? Nein, das kann doch nicht sein. Garrett, Reichsregentin Ema, ließ viele prachtvolle Feierlichkeiten, Bankette, Wagenzüge und Volksspiele absagen, die traditionell in der ersten Praios-Woche zu Praios-Fest und Greifenfurt stattfinden. Greifenfest. Den Adligen sollen in der neuen Residenz deutlich weniger prachtvolle Darbietungen zu Auge, Ohr und Zunge als in früheren Jahren geboten werden. Vier große Gelage, die Goldene Galerie. Durch die Gärten und die Prozessionen der Adligen wurden ganz abgesagt. Die Armspeisungen jedoch beibehalten, na wenigstens etwas. Während viele die unheilvollen Zeichen am ersten Praios hierfür verantwortlich machten, sehen andere, dass sich das Kaiserreich keine derartigen Festlichkeiten mehr leisten will. Ihre kaiserliche Hoheit zitierte ihren verstorbenen Gatten König Brin: Was sollen wir in Trüffelschaum und Putenkeule beißen, wenn dunkle Feinde am Land nagen? Warum sollte man nicht? Man darf den Feinden halt einfach nachgeben. Wer ist der siebte Heptarch? Mach ich. Wer ist der siebte Heptarch? Perico. Seit 5 Jahren haben sich im Osten Aventurions finstere Reiche etabliert, die allen 12 Göttergläubigen ein brennender Dorn im Auge sind. Die schwarzen Lande sind die Pforten in die Niederhölle. Manche sehen sie als schwere Prüfung, die es zu bestehen gilt. Andere hingegen als Strafe Alvarans für die Frevel der Sterblichen. Über die verdunkelten Reiche herrschen die Erben Borberats, götterlose Gestalten und Ungeheuer,
die sich mit den Mächten des Chaos verbündet haben. Das heißt, jeder von ihnen trägt einen Splitter der gefürchteten siebengehörnten Krone des Dämonenmeisters. Jeder Splitter verleiht unsagbare Macht, die das Land und die Menschen knechten könnte. Dennoch ist seit 5 Jahren nicht vollständig bekannt, wer wirklich ein Heptarch, bosperanische Siebenherrscher ist und wer nur ein Tyrann ohne Splitter. Wie die Redaktion des aventurischen Boten zugetragen wurde, sind auch Spitzel und mutige Speer in den Schwarzen Landen vorgedrungen. Vor allem über den Verbleib des siebten Splitters sind wir im Unklaren. Als sichere Träger eines Splitters gelten, seien sie zweifach verflucht, Razazor, der untote Drache von Varum. Er führt den Splitter der Herren der Untoten und knochenklappernde Armeen gegen die freien Völker. Lorana die Schöne, eine frostige Hexe und Eisherrscherin, die mittels ihres Splitters ewigen Winter über die Nevesenlande gerufen hat. Dieser Splitter gehört zur Domäne des eisigen Jägers. Galotta, der Dämonenkaiser von Yolgomak, formte mit dem Splitter des Schänders der Elemente seine monströse Stadt und sein verdorbenes Reich. Diamone, die Mongolin von Oran, besitzt den Splitter der Herrin der schwarzfaulen Lust, die in Morgultan angebetet wird. Als sehr wahrscheinlich gelten Ceran, der gierige Herrscher von Mendena, und Pontifex Maximus, seine Kirche des Borberats, hütet den Splitter des jenseitigen Mordbrenners und der Herrin der nachtblauen Tiefe. Geht jedoch das Gerücht, dass er vor einiger Zeit seinen Splitter verloren habe. Helme Hafax, der verräterische Reichserzmarschall, vermutlich mit Hilfe eines Splitters über Maraskan. Nicht gewiss ist, ob sich mit dem Kronzacken des jenseitigen Mordbrenners oder der Herzogin des Wimmelsen Chaos handelt. Bei dieser Zählweise hält man jedoch nur 6 Heptarchen. Der vermisste Splitter ist je nach Lesart derjenige des jenseitigen Mordbrenners, der Herzogin des Wimmelnden Chaos oder der Herr der nachtblauen Tiefe. Angeblich soll Darion Palingan über die großen Dämonenarche Plagenbringer seit einiger Zeit einen Splitter besitzen, mit dem er die Dämonen des Wassers in seinen Bann ziehen kann. Die Gerüchte über die Sittenenteichen reichen von Lund Manning, dem einstigen Oberhaupt der Templer von Zu'Jargan, über den Schwarzschelm Zorxis von Freigeist und den schwarztopischen Herzog Angrim von Ehrenstein, bis zu einer Sage von einer verdorbenen Elfe, die über eine Zitadelle von Dämonen gebieten soll. Andere lokalisieren den Splitter im Herzen Maraskans, im Pandemonium vom Elsamsbrück oder in den Niederhöllen. Solange jedoch Ungewissheit über die Erben Borberats herrscht, bleibt die Furcht. Stets kann sich ein neuer Heptarch erscheinen und sein Stück Land aus Subus Land herausreißen.